Grundgesetz. Die Grundrechte. Artikel 3. Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Artikel 3. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Hallo, mein Name ist Alina Bollinger, ich bin zweifache Rottweiler-Besitzerin, mache viel ehrenamtlich im Tierschutz und aufgrund meines Jobs möchte ich euch jetzt heute einfach mal den Rottweiler und auch andere Listenhunde, sprich Anlagenhunde, einmal vorstellen. Es ist immer alles Erziehungssache und ich werde euch heute mehrere Hunde vorstellen, Diensthunde, Schutzhunde, Familienhunde. Wir werden sehen, wie Nicht-Listenhunde mit Listenhunden spielen. Wir werden sehen, wie auch eine hochschwangere Frau mit einem Listenhund spazieren geht. Wir werden sehen, wie Kinder mit den Listenhunden spielen. Wir werden auch mal eine Verhaltensprüfung etwas nachstellen. Und wir werden euch einfach mal präsentieren und zeigen, dass das alles Erziehung ist und dass es an für sich eine sehr, sehr liebe und tolle Rasse ist. So, hier werden wir euch jetzt einmal einen Malinois vorstellen. Ein Nicht-Listenhund wird auch häufig bei der Polizei oder auch beim Zoll eingesetzt. Neben mir ist die Andrea mit ihrem Hund Balin. Erzähl mir noch einmal etwas von deinem Hund. Der Balin, der ist jetzt fast 2 Jahre alt, geht im Dienst, also im Sicherheitsdienst, geht mit mir da zusammen arbeiten. Ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Hast du ihn aus dem Tierschutz? Ja, genau. Ich habe ihn aus Spanien. Habe ihn jetzt seit 8 Monaten. Und klappt auch mit den Kindern, du bist Mutter. Total super. Sehr schön. Also ist ein ganz super Familienhund. Hallo, neben mir steht die Birgit mit ihrem Rottweiler-Mischling Balu. Gleich wird die Birgit uns etwas in der Unterordnung vorführen mit dem Hundetrainer Karl, aber vorab wird die Birgit uns jetzt erstmal erzählen, warum sie sich für den Balu entschieden hat. Ja, hallo, also für den Balu habe ich mich speziell als Rottweiler nicht entschieden. Ich habe mich für Balu entschieden, weil er bei eBay Kleinanzeigen angeboten worden ist. Ich bin der 4. Besitzer von Balu. Aus welchen Gründen er weitergereicht worden ist, kann man einfach nur raten. Ich gehe einfach davon aus, er wurde mir als Schäferhundmischling verkauft. Und wie man sieht, ist da halt ein bisschen Rottweiler drin oder auch ein bisschen viel. Und ich gehe davon aus, die Leute waren halt mehr überfordert. Und dann musste der Hund halt ganz, ganz dringend und nötig weg, weil Frau schwanger, Kind allergisch und bla bla bla. Und und wenn ich nun mal einen Hund habe, dann habe ich ihn auch und dann ist es mir auch egal, was für eine Rasse das ist. Und ich finde es einfach nur schade, dass man halt Hunde so bei eBay Kleinanzeigen einfach so abgeben kann. Und Birgit, du hast selber ja auch ein Kind und auch Katzen und das klappt auch alles wunderbar? Das klappt wunderbar. Also mein Sohn ist mittlerweile 18, aber da hat er überhaupt kein Problem. Auch mit den Nachbarskindern, die in unterschiedlichen Kindergartenalter sind, hat er auch keine Probleme. Mit Katzen und generell Kleintieren auch überhaupt nicht. Wie ist Balu zu anderen Hunden? Zu anderen Hunden ist Balu sehr freundlich. Ob männlich, ob weiblich, ist er sehr freundlich. Ich möchte eigentlich auch mit jedem spielen. Gut.
Also keine negativen Erfahrungen bisher gemacht? Nein, bisher nicht. Also ich nicht, nein. Wirst du denn negativ angefeindet von Nachbarn oder anderen Spaziergängern, weil du einen großen schwarzen Listenhund an der Leine hast? Das definitiv. Also die Leute kreuzen mit mir quasi nicht den Weg. Die gehen lieber über die Straße, achten noch nicht auf den Verkehr, als wenn sie mit mir jetzt einmal die Straße den Weg wegziehen müssten. Ja. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass die ältere Bevölkerung recht lockerer mit Listenhunden umgeht, auch wenn die einen großen Maulkorb tragen. Also die sehen das lockerer. Die kommen auch an und streicheln, fragen auch, ist er denn gefährlich? Und wenn man die dann aufklärt, ist doch völlig alles in Ordnung. Und die streicheln ihn dann und freuen sich auch, weil er eigentlich so lieb ist. Super, Birgit, ich danke dir. Bitte sehr. So, dort sehen wir jetzt einmal Karl, unseren Hundetrainer. Bei ihm mache ich auch noch die Diensthundeführerausbildung. Ich bin von ihm menschlich wie auch fachlich total überzeugt. Karl wird jetzt mit dem Baloo mal etwas vorführen. Man muss dazu sagen, er sieht den Baloo heute zum ersten Mal. Und er wird jetzt einfach mal ein bisschen was zeigen, was möglich ist. Und man muss wie gesagt dazu sagen, dass Baloo wie gesagt als Wanderpokal weitergereicht wurde. Der typische eBay Kleinanzeigenfall. Jetzt wird Karl erstmal ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich lenken, über Leckerchen, über die Stimme, einfach ein bisschen für den Bindungsaufbau ist sowas immer ganz wichtig. Jetzt steht natürlich die Besitzerin mit auf dem Platz. Hier sieht man jetzt die klassische Fußarbeit. Jetzt hat der Karl die Grundstellung eingenommen mit dem Hund. Der Hund sitzt neben dem Hundetrainer Karl. Jetzt versucht er ihn mal ins Platz zu bringen. Das hat auch gut geklappt. Wie gesagt, hier sind viele Menschen, viele andere Hunde, viel Ablenkung und trotzdem macht das an für sich fürs erste Mal richtig gut. Dafür, dass er das erste Mal den Karl heute auch gesehen hat, kennengelernt hat. Das ist die kleine Lucy, das ist eine Mischlingshündin, die ist 6 Jahre alt. Da sind Jax und Donna. Donna ist ein sogenannter Listenhund, ein Rottweiler. Und Jax ist ein Boxer. Mach doch schon, dass der passt. Wie man also sieht, Mischlingshündin Lucy und Rotti-Hündin Donna, 2 Hündinnen, können problemlos miteinander spielen, ohne dass Lucy direkt von der bösen Rottweiler-Hündin Donna zerfleischt wird. Also auch das harmoniert alles wunderbar. Die Hunde spielen miteinander. Listenhunde und auch Nicht-Listenhunde können problemlos miteinander spielen, auch gleichgeschlechtliche Hunde. Rottweiler-Hündin Donna ist 11 Monate alt, Mischlingshündin Lucy ist 6 Jahre alt. So Dirk, jetzt muss ich dich leider mal einmal unterbrechen, während du hier mit deinen beiden Hündinnen Donna und Lucy spielst. Warum hast du dich denn für einen Rottweiler entschieden? Ich hatte vor 10 Jahren zur Pflege einen Rottweiler. Ich fand die Rassanzi total klasse. Sie sind sehr schöne Hunde, unheimlich liebebedürftig, ja. Und ein bisschen groß, aber den ich damals hatte, der war in der Meinung, er war ein Chihuahua. Das heißt, er musste auch auf den Schoß springen. Sowas. Also unheimlich süß, unheimlich lieb und auch, den konnte man richtig schön spielen, alles gut. Und während du arbeiten bist, ist deine Frau mit dem Hund alleine zu Hause und das klappt auch wunderbar? Natürlich.
können wir noch die Lucy dabei. Früher hatte ich noch einen Boxer. Ich hatte vorher auch einen Steff Schäferhund-Mischling, auch ein Weibchen. Also alles klappt wunderbar. Alles. Die bleiben 8 Stunden auch alleine zu Hause, die machen nichts kaputt. Alles gut. Und deine Söhne sind wie alt? Die sind jetzt 16 und 14, die sind aber auch mit den Hunden aufgewachsen. Das heißt, auch die haben die Hunde mit ausgesucht. Also sind richtig schöne Familienhunde. Ja. Hast du irgendwelche Probleme, wenn du im Park spazieren bist mit anderen Hunden oder auch mit Hundebesitzern, die sagen, nein, mein Hund darf nicht mit deiner Donner spielen, weil das ein Rottweiler ist? Also, bei uns jetzt in der Nähe nicht. Also die kennen jetzt die Donner alle, die ist erst 11 Monate, die kennen die alle von klein auf, alle super. Ja. Die spielen auch damit. Ja, es gibt Probleme, allerdings sind andere Hunde, die aggressiver sind. Mhm. Gut. Hat Donner schon mal irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht mit Nicht-Rottweiler, mit Nicht-Listen? Ja, an für sich. Wir haben zurzeit sehr wenig Rottweiler bei uns im Park, also wo wir rumlaufen. Mhm. Und das ist, die wird dann schon etwas von anderen Hunden angefeindet. Wie verhält sie sich da? Sie ist dann mehr der Schüsse und sagt, ich will das nicht, ich habe da keinen Bock. Also sie mag im Grunde gar keine anderen Hunde, die dann nur Stress machen. Ja. Nur, das will sie einfach nicht. Also sie geht dem Ärger aus dem Weg. Ja, ja. Also noch nie negative Erfahrungen mitgemacht. Sehr schön, alles klar. Also würdest du dir auch jederzeit wieder einen Rottweiler zulegen? Natürlich. Und wie findest du die Idee mit dem einheitlichen Hundeführerschein? Da bin ich auf jeden Fall für, weil wenn diese angeblichen Listenhunde, die sind ja... Ist ja irgendwie ein doofes Klischee. Ja. Ich sag mal ganz ehrlich, ich finde es viel schlimmer, diese kleinen Chihuahuas, diese Fußhupen, die da rumrennen, die A, nicht erzogen sind. Die Besitzer können mit diesen Tieren überhaupt nicht umgehen. Die sind rotzefrech. Und ich schätze mal, wenn man die Beißvorfälle von diesen kleinen Mistkröten dabei mal dagegen rechnen würde, ne, ja, hätten die gewonnen. Nur ja, wenn der beißt, dann mache ich... Genau, das ab. Das ist der Hund hat, ist ja natürlich kraftvoll, massig. Man muss so einen Hund kontrollieren können. Erziehen ist das A und O. Wichtig, wer sagt, wer sich so einen Hund zulegen, der muss den halten können. Ja. Der muss auch die Kraft bringen, er bringt auch nichts, wenn so kleines Mickey-Mäuschen dann diesen 50 Kilo Hund an. Aber du sagst auch, das ist alles Erziehungssache und du bist auch für den einheitlichen Hundeführerschein, dass jeder, der sich einen Hund halten möchte, egal welche Rasse, er muss Ahnung von Tieren haben, sprich natürlich von Hunden. Natürlich. Ein Auto darf ich auch nicht einfach fahren. Nee, ich darf mir genau verkauft, aber ich darf nicht bewegen. Ja. Ich kann mir in die Ecke stellen. Ja, aber super. Und ein Tier ist... Wir sind hier. Ja. Wir sind ein lebendes Wesen, das reagiert und umgehen muss. Genau. Dankeschön. Hier sehen wir jetzt den Dobermann Rüden Hector. Hector wird auch im Dienst geführt und dazu interviewe ich jetzt einmal den Karl. Karl, was kannst du uns über Hector, den Dienst, schon sagen? Wie alt ist er? Woher kommt er? Warum ist er kopiert? Ja, Hector ist 3 Jahre jetzt alt, kam aus Ungarn, wurde hier überprüft, wurde dann abgegeben an eine Familie, hat das leider gebissen, musste dann weg. Und da bei mir ja nicht nur ganz normale Hunde hinkommen, sondern auch gefährliche Hunde, die sonst wo keine Chance mehr haben, kam der Hector über die Nothilfe zu mir. Ich habe ihn dann weiter ausgebildet und soweit fit gemacht und clean gemacht, dass er bis heute keine Beißvorfälle mehr hat. Und Hector wird bei uns als Diensthund geführt. Wie man sieht, er hat jetzt die Diensthundeführerin, die auch erst kurzfristig ihren Diensthundeführer hat. Und auch da ist er sehr zivil, sehr, sehr neutral. Wichtig ist halt für den Hund, es ist leider kein reiner Wohnungshund. Er fühlt sich in der Wohnung zwar wohl, aber auch da muss man halt sagen, er hat eine Zwingerunterbringung und dementsprechend ist es dann halt auch notwendig, wenn der Hund in der Wohnung ist, hat er einen gewissen Zeitraum, muss er dann wieder zurück. Wir werden nachher auch sehen, dass auch ein Kleinkind mit einem ausgebildeten Diensthund was tun kann, wie spielen. Er hört auf Kommando, er gibt auch den Ball, wenn der am Boden liegt, Ball Hand, gibt er ihn in die Hand. Er ist, wie man sieht, ein Riese seiner Konsorte. Durch das, wo er so kopiert ist, ist leider im Ausland noch so, müssen wir uns leider frei davon sprechen, er kam so, viele Hunde aus dem Tierschutz sind leider so kopiert und damit müssen wir halt leben. We'll be right back.
Rottweiler, wenn er jetzt nochmal kommt. Ja. Nein, der spielt nicht mit jetzt. Tobias, wir holen den aufheben. Lea. Aufschmeißen. So. So. Sagt sie? Nochmal Platz? Genau. Und jetzt werfen. Ruf den nochmal. Und ein Hühnchen, 4 Jahre und 6 Jahre alt, spielen miteinander ohne Probleme. Obwohl man ja sagt, 3 Hunde miteinander spielen ist meistens nie so gut, ne, weil meistens dann einer gemobbt wird. Aber bei den 3 klappt das wunderbar. 2 Anlagenhunde spielen mit einem Hühnchen. Rottweiler und Anlage 1 Hund und Hühnchen. Rüde Buddy mit Besitzerin Nadine wird jetzt gerade von Karl, von dem Hundetrainer, ein bisschen eingewiesen, was sie jetzt gleich fortzuführen hat, ein bisschen Unterordnung, Leinführigkeit wird jetzt ein bisschen erklärt und dann wird die Nadine jetzt gleich mit ihrem Buddy ein bisschen was vorführen. Buddy, Rottweiler Rüde, 1,5 Jahre alt, nicht kastriert, Hundetrainer Karl führt die Nadine gerade ein bisschen ins Thema Leinenführigkeit ein. Und die Nadine wird jetzt mal ein bisschen was vorführen zum Thema Leinenführigkeit. Den Hundetrainer Karl hier einmal im Interview und werde dem Karl ein paar Fragen stellen. Karl, stell du dich doch einmal bitte kurz vor, sag einfach mal ein paar Sachen zu dir und deiner Person. Ja, mein Name ist Boro Karl Josef, ich bin 56 Jahre alt, lebe in einer festen Beziehung mit Frau und Kindern, habe selbst eine Hundeschule, habe selbst eine Sicherheitsfirma mit Hund, bin
angestellt bei einer Sicherheitsschule, bilde Diensthundeführer aus und Diensthunde. Ich mache den Hundesport, mache ich seit ca. über 35 Jahren schon mit verschiedenen Hunden. In der Kategorie, damals waren es noch keine Listenhunde, Rottweiler, Dobermänner, Staffordshire Terrier und so weiter. Warum hast du dir speziell einen Listenhund geholt, wie jetzt zum Beispiel Bo oder Faro? Das sind ja zwei Rottweiler, die du bei dir hast. Ja, die Hunde waren schon immer zu meiner gehörigen Rasse, wo ich immer gesagt habe, sowas muss es sein. Nicht für ein Statussymbol symbolisiere, sondern ganz einfach, die Hunde sind für das, was ich sie brauche, das heißt also im Dienst, bedingungslos. Was riecht dich am meisten auf? Also welche Vorurteile stören dich am meisten bezüglich der Rasse Rottweiler? Dass man einfach alle Rassen der Listen 1 und 2 über einen Kamm schert, ohne den Hintergrund, den wahren Hintergrund zu kennen. Denn der wahre Hintergrund ist meistens das Ende hinten an der Leine, also der Halter. Was sind deine persönlichen Erfahrungen mit Listenhunden? Also ich habe bis jetzt immer nur gute Erfahrungen mit Listenhunde gehabt, egal ob es jetzt der Liste 1 oder 2 entsprechen. Ich würde mir auch jederzeit wieder Liste 2, Liste 1 Hund zulegen. Das Schlimme dabei ist halt nur, die Auflagen werden durch Fakten der dummen Halter immer schlimmer. Und man muss halt gucken, dass man da in einer Basis immer so nach vorne schaut, wie es manchmal gar nicht mehr möglich ist in der heutigen Zeit. Welche Auflagen sind das denn konkret? Welche Auflagen muss ein Listenhundbesitzer erfüllen? Er muss zum Beispiel den Paragraph 6 der Sachkunde haben, wenn er der Liste 1 entspricht. Paragraph 10, 11, wenn es der Kategorie 2 entspricht. Dann ein polizeiliches Führungszeugnis muss akkurat sein. Er muss die Erlaubnis der Behörde haben. Da scheitert es ja bei vielen in dem Bereich, dass die Hunde noch nicht mal gemeldet sind. Was sagst du zu der Sache, dass man es akzeptieren muss, dass das Veterinäramt zu einem nach Hause kommt, um zu gucken, ob deine Wohnung ausbruchssicher ist? Weil ich persönlich finde, ausbruchssicher muss es auch bei einem Schäferhund oder bei einem Malinois sein. Da kommen die Behörden aber nicht raus, sondern die kommen ja nur raus, wenn man einen Listenhund hat. Was sagst du dazu? Ja, das ist das, was ich im Vorfeld schon erwähnt habe. Diese ganzen Auflistungen, was man als Halter erfüllen muss, ist durch die Vergangenheit, was immer wieder durch dumme Hundehalter aufgefallen ist, sind halt Hundehalter, die dem Ganzen entsprechen, Sorgfaltspflicht haben, diese ganzen Erlaubnissen erfüllen, die ganze Bescheinigungen haben, sind in die Kategorie mit solchen eingestuft worden, die sie nicht erfüllen und müssen sich dann den Ämtern halt so stellen. Was wünschst du dir jetzt für die Zukunft, vor allen Dingen bezüglich des Themas einheitlichen Hundeführerschein? Ja, das, ob der einheitliche Hundeführerschein will Sinn macht, ist noch dahingestellt, weil auch das hat die Vergangenheit gezeigt, man kann durch Manipulation diese Hundeführerscheine auch günstig erwerben, durch illegale oder korrupte Hundeschulen. Sinnvoller wäre es, dass die Ämter mal geschultes Personal bekommen, da selbst auf den Ämtern und nicht einmal jemand Bescheid weiß, der Unterschied zwischen Schutzhundesport oder wirklich Paragraph 3 Hund. Und jetzt einmal ein paar Fragen bezüglich der Diensthunde, weil du ja auch selber Diensthundeführer ausbildest. Wie unterscheidet sich ein Rottweiler von einem anderen Hund im Dienst? Der Rottweiler ist gelassener, zeigt ein ruhigeres Dasein, ein ruhigeres Wesen, ist aber auch in der Kategorie Unbestechlichkeit und unabdinglich für seinen Hundeführer manchen Situationen besser auszusetzen wie manche andere Hunderassen. Was ist wichtig in der Hundeerziehung, speziell bei einem Rottweiler? Ja, man muss sich so vorstellen, dass der Rottweiler ein Sturkopf ist. Und man sollte da nicht versuchen, mit der Brechstange dran zu arbeiten. Das wäre genauso, wenn Sie ein aufmüpfiges Kind haben und würden das ständig irgendwo wegsperren oder sonst strafen, kommen Sie auch nicht weit. Und so ist es bei diesem Tier genau dasselbe. Irgendwann geht dann der Schuss nach hinten los und Sie stehen dann in der Kategorie mit diesen Haltern in einem Einklang, wie es im Moment die Medien sehr präsentiert.
Also würdest du schon sagen, dass man einen Malli, einen Schäfer, einen Dackel, einen Pudel anders erziehen muss wie einen Rottweiler? Definitiv. Jede Hunderasse ist spezifisch und da muss ich immer meine Trainingsmethoden auf den jeweiligen Halter und die jeweilige Situation und das jeweilige Einsatzgebiet abstimmen. Anders geht es nicht. Ja. Eine allgemeine Frage, findest du, der Rottweiler hat sich in den letzten Jahren, sprich vor allen Dingen seit 2000, seitdem es die Liste gibt, verändert? Gibt es Züchter, die weggestorben sind, sage ich jetzt mal? Wie hat sich der Rottweiler in den letzten Jahren, gerade was die Zucht angeht, verändert? Deine persönliche Meinung? Meine persönliche Meinung ist dazu, dass ich in den letzten Jahren auch, das hat nicht viel auch mit der Kategorisierung zu tun, Anlage 2, oder gefährlicher oder Kampfhund. Es ist allgemein ist es so geworden, dass bei den Züchtern das Maß des Hundes einfach zurückgegangen ist. Man hat nicht mehr die Stärke an Hund, wie es vor 60 Jahren war. Kann natürlich auch damit zu tun haben, dass alteingesessene Züchter verstorben sind und neue Züchter, die in der Basis nicht mehr das Potenzial an Hunden nachbekommen haben, wie man es sich erwünscht hat. Also zum Abschluss, du bist begeisterter Rotti-Fan, Rotti-Besitzer und würdest dir auch jederzeit wieder Rottweiler holen. Auf jeden Fall. Super, dankeschön. Hallo Kevin, schön, dass du hier bei mir bist. Was sagst du denn zu dem einheitlichen Hundeführerschein, weil du ja ein Nicht-Listen-Hundebesitzer bist? Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich befürworte das auf jeden Fall, weil ich der Meinung bin, es liegt nicht immer an der Rasse, sondern allgemein an der Erziehung, an dem Auslauf und dem ganzen Drumherum, was sich damit so abspielt. Also du sagst auch, du findest das ungerecht, obwohl du selber nicht betroffen bist, dass Listenhundbesitzer die ganzen Auflagen erfüllen müssen und jemand, der keinen Listenhund hat, quasi ja jeder letzte Depp mit so einem Hund rumrennen kann. Ja, natürlich, klar, weil sind ja auch meist immer, sag ich mal, die Nicht-Listenhunde, von denen die ganze Gefahr dann halt ausgeht, ne? Ja. Nur weil die dann halt ein besseres Gebiss haben, größer sind, wuchtiger sind, wird es dann halt immer gerne auf die abgewälzt, ne? Und die haben halt den schlechten Ruf schon vorab. Hast du denn selber schon mal schlechte Erfahrungen mit Listenhunden gemacht oder dein Hund? Nein, auf keinen Fall. Weder ich noch der Hund, überhaupt gar nichts. Hachiko ist ein umgänglicher Hund. Hast du auch keine Probleme mit anderen Hunden oder auch mit Kindern oder so? Ist alles in Ordnung? Ja, soweit ist alles in Ordnung. Nur wenn das dem halt ein bisschen zu viel wird, ne, ist ein bisschen komisch. Er, aber sonst alles gut. Weder mit Rüden keine Probleme, noch mit irgendwelchen Weibchen, große Hunde, kleine Hunde, Listenhunde, Nicht-Listenhunde. Okay. Gute Sache. Du wärst also auch für den einheitlichen Hundeführerschein. Jeder, der einen Hund haben möchte, sollte diesen Hundeführerschein haben, egal welche Rasse. Ganz genau. Und die Freundin sieht das genauso? Ich sehe das genauso. Das ist immer der an einer anderen Leine hängt. Genau. Super. Dankeschön. Das total auf, dass der Rottweiler immer so schlecht dargestellt wird. Pascha, Sitz. Platz. Fein. Dass der Rottweiler immer so schlecht dargestellt wird. Einfach jetzt mal, Tina, du bist selber Mama. Was sagst du zum Rottweiler? Ist das ein Familienhund, ja oder nein? Ich bin der Meinung, es kann auf jeden Fall ein Familienhund sein, wenn er die richtige Erziehung genossen hat, liebevoll erzogen wurde, richtige Kommandos gelernt hat. Die Kinder respektvoll auch mit ihm umgehen, ihn nicht ärgern oder kneifen, dann ist es ein super Familienhund, wie jeder andere Hund auch. Also alles eine Frage der Erziehung. Ja, bin ich auf jeden Fall der Meinung. Michelle, du als werdende Mama, hattest du jetzt Angst, hier mit deinem Babybauch zu stehen? Hattest du Angst, dass dein Baby jetzt sofort hier gleich getötet wird? Oder wie hast du das jetzt hier empfunden? Nein, also gar nicht. Auch, ne, es war jetzt viel los hier, auch mit den Kindern. Aber ich muss sagen, das war einfach ganz normal. Der hat mich herzlich begrüßt.
Und da war gar keine Angst, auch wenn das jetzt ein Listenhund sein sollte, ob das jetzt ein Chihuahua gewesen wäre oder sonst irgendwas. Jetzt kommt er auch gerade wieder hier an. Nein, gar, also keine, gar Angst. Keine Bedenken. Nein. Hättest du auch keine Bedenken, wenn dein Kind geboren wird, dass wenn dein Kind dann irgendwie mal auf so einen Hund trifft, hättest du da auch keine Bedenken? Nee, also ich würde nicht die Straßenseite wechseln oder sonst irgendwas. Ich finde auch, also ne, klar, wie schon gerade gesagt, ne, mit der Erziehung geht alles. Komm hier, Schatz. Aber ich finde auch, dass es eigentlich ein super Familienhund sein kann. Okay. Pascha, komm mal her. Sitz. Platz. So. Rebecca, du als dreifache Mama, ja, dreifache Mama, was sagst du dazu? Würdest du die Straßenseite wechseln oder wie sind deine Erfahrungen mit Listenhunden, speziell mit Rottweilern? Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe ja einen Boxer, wie ihr wisst, und der beste Freund ist ein Rottweiler. Und der kuschelt mit meinen Kindern, der spielt mit meinen Kindern, der bringt denen freiwillig den Ball und die können mit dem Ball spielen. Und Kinder sind nun mal ein bisschen wüst manchmal und der hat die Ruhe weg, weil er auch anständig ausgebildet wurde. Und ich wurde schon vom Dick Russell gebissen und vom Hund, einen großen Hund, noch nie angegriffen. Deswegen ist das totaler Schwachsinn, das auf der Rasse zu beziehen.
So, bei mir sind jetzt einmal Jasmin mit ihrer Freundin. Jasmin hat heute ihre beiden Hunde mitgebracht. Jasmin hat mit ihrer Hündin auch bei mir damals die Verhaltensprüfung erfolgreich absolviert. Was kannst du denn zum Zusammenleben von Taschka und deiner kleinen Mischlingshündin sagen? Ja, also erstmal, die Große ist die Taschka, die Kleine ist die Lalka. Die leben seit 6 Jahren zusammen. Die können nicht miteinander, die können nicht ohne einander. Früher mochten die sich nicht. Heutzutage ist ein Kopf und ein Arsch. Können die sich nicht mehr trennen. Obwohl es zwei Hündinnen sind. Zwei Hündinnen, ja. Zwei Zicken. Zicken auch mal gerne rum. Die Kleine hat die Hosen an. Und wenn du aber arbeiten bist, können die beiden auch problemlos alleine zu Hause bleiben? Die bleiben bis zu 8 Stunden zu Hause alleine, ohne Probleme. Die gehen davor eine schöne Runde raus, die werden danach schön ausgepowert. Gut. Kein Problem. Wie ist das mit Kindern oder auch mit anderen Hunden? Hast du mit der Taschka auch keine Probleme? Nein, also die hat überwiegend keine Listenhunde als beste Freunde. Kleine Kinder. Auch keine Wir Probleme. Wohnen in einer Siedlung, wo nur kleine Kinder sind. Ne? Da, also, da ist die der Star auf unserem Hof, sag ich mal. Ja. Ne? Kein, gar Hat sie nicht. Schon mal irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Hunden? Mit Nichtlistenhunden? Ja, oder? Mit diesem Akita Inu. Ne? Okay. 3-mal wurde sie angegriffen. Beim ersten Mal wurde ihr das Halti durchgebissen. Beim zweiten Mal auch das Halsband. Beim dritten Mal wurde ich sogar gebissen. Das hast du alles dem Ordnungsamt auch gemeldet? Das Ordnungsamt weiß Bescheid. Seitdem haben wir auch Maulkorb- und Leinbefreiung gemacht, weil wir böse dastanden. Mhm. Ne? Wir haben das erstmal so gedreht, dass wir nicht die Bösen ja, sind, ja. sondern die anderen die Bösen. Genau. Okay, ja. aber sie ist dadurch, also sie ist aber ein ganz lieber Hund und hat auch keine Probleme mit anderen Hunden. Nein. Sehr schön. Das Gut. Gegenteil. Ne? Dankeschön. Bitte. Mischling Kalle Rüde aus dem Tierschutz von Spanien. Kalle ist ein sehr sportlicher Boxer und Boxermischling und die werden jetzt einmal hier mit dem Kalle den Parcours machen. Kalle hat immer sehr viel Spaß hier. Er ist jeden Donnerstag hier, ist ein Hund, der sehr gerne spielt und ist kein Listenhund. Trotzdem sind die Besitzer auch für den einheitlichen Hundeführerschein und Marco und Mandy haben absolut keine Vorurteile gegenüber Listenhunden. Kalle, Boxermischling aus dem Tierschutz, aus Spanien. Boxer Kalle, der Mischling, der Rüde hat total Spaß an dem Parcours, ein sehr sportlicher Hund, der ist jeden Donnerstag hier. Und die Besitzer, Mandy und Marco, sind auch für den einheitlichen Hundeführerschein, haben gar keine Vorurteile gegenüber Listenhunden. Im Gegenteil, die gehen sogar mit uns auch spazieren. Die kennen also auch meine Rottweiler, Pascha und Diva. Hier sehen wir jetzt einmal die Rottweiler Hündin Dena. Sie ist etwas über 2 Jahre alt und ihre Besitzerin Kerstin. Jetzt stellen wir die Alltagssituation vor, dass ein Fahrradfahrer sich auf den Hund zubewegt. Der Hund bleibt seriös neben der Besitzerin sitzen und attackiert nicht den Fahrradfahrer.
Nun sehen wir noch eine weitere Situation, nämlich dass sich ein klatschender Jogger auf die Besitzerin zubewegt, diese auch umkreist. Und trotz alledem bleibt der Hund selbstbewusst und sehr relaxed und gelassen neben der Besitzerin entspannt sitzen. Wo man sich abrupt neben die Besitzerin Kerstin stellt, bleibt die Hündin Lena sehr gelassen, auch wo man ihr ruckartig die Hand gibt. So, bei mir sind jetzt einmal Jan und Gabi. Jan wird jetzt einmal kurz etwas dazu sagen. Er hatte selber schon einige Hunde, aber noch keinen eigenen Listenhund. Der nächste Hund wird aber ein Listenhund sein, und zwar ein Rottweiler. Jan, warum möchtest du dir denn einen Rottweiler zulegen? Weil das für mich einer der schönsten Hunde überhaupt ist und das für mich mehr in Frage kommt als zum Beispiel eine französische Bulldogge oder einen Dobermann, die mir persönlich nicht so gut gefallen. Also sagst du, gerade dieses entspannte, chillige passt auch einfach super zu dir, dieses mal gemütlich auf der Couch, aber auch gerne mal ein paar Stunden wandern gehen, das passt einfach zu dir, weil das macht ja auch einen Rottweiler aus. Da ich ja jetzt schon des öfteren Mal auf deinen Hund aufgepasst habe, ist das ganz genau das, was du gerade gesagt hast. Man kann mit dem Hund genauso gut auf der Couch liegen und einfach mal eine Runde kuscheln oder den Hund einfach mal da liegen lassen. Der hat seine Ruhe und ist alles in Ordnung. Du kannst aber auch genauso gut mit dem Hund stundenlang durch den Wald rennen oder schwimmen oder was weiß ich machen, ohne dass er irgendwie Probleme gibt. Und das ist schön mit so einem Hund, dass man hat einen Hund, nicht was Kleines, sondern man hat wirklich einen Hund, den man auch anfassen kann, was zu packen, das ist schön. Und ich weiß nicht, das hat nicht wirklich was mit einem Statussymbol zu tun, mit so einem großen Hund bei mir, aber es sieht bei mir einfach scheiße aus, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Pudel dabei habe. Wobei es ist völlig egal, weil einen Pudel habe ich genauso gerne, aber da ich mir jetzt selber einen Hund anschaffen möchte, sollte es dann doch schon der Hund sein, den ich gerne haben möchte. Und das ist halt der Rottweiler. Okay. Gabi, deine persönlichen Erfahrungen mit Rottweilern. Du machst jetzt auch schon seit einigen Jahren Hundesport. Was sind deine Erfahrungen gerade mit der Rasse Rotti? Ja, die sind natürlich von der Reitschwelle her ganz anders als andere Hunde. Die sind viel relaxter und trotzdem aber auch arbeitswillig und können auch sehr viel schnell lernen und all sowas und sind arbeitsfreudig. Aber sie sind halt eben relaxed und bodenständig und wissen ganz genau auch, ich hätte die Kraft. Das ist wie bei anderen Menschen auch, ne? Die Kleinen, die ja machen eher Palaver, weil sie halt eben sich schützen müssen. Und der Rottweiler, der sagt sich immer, wenn mir einer was will und das Leben will, kann ich mich immer noch wehren. Also das ist einfach diese Entspanntheit zum einen und zum anderen, aber auch die Arbeitsfreude. Also sagst du, ist ein Rottweiler nicht nur für den Hundesport gut geeignet, sondern auch als Familienhund? Absolut auch als Familienhund, weil sie einfach auch jetzt gerade auch bei kleinen Kindern und alles nicht so empfindlich sind wie ein kleiner Hund. Mhm. Ne? Viele meinen ja gerade, ein kleiner Hund passt gut mit Kindern, aber der ist natürlich viel empfindlicher. Wenn da mal ein kleines Kind auf einen schlafenden Hund fällt, auf einen Rehpinsche, ist der tot. Ja. Und bei Rottweiler sagt sie, oh, die ist so bequem. Ja. Ne? Das ist halt eben, weil da halt eine ganz andere Akzeptanz ist, auch dem Baby gegenüber. Die sind nicht so empfindlich. Seit wie vielen Jahren machst du schon Hundesport und was sind deine eigenen Hunde? Was hast du für Hunde? Also Hundesport mache ich jetzt seit 1991, habe aber seit meinem sechsten Lebensjahr schon immer eigene Hunde gehabt. Habe die so für mich, für den alltäglichen Gebrauch nur ausgebildet und habe da eigentlich privat mehr mit Schäferhunden zu tun gehabt. Und jetzt haben wir unseren zweiten und dritten Mali. Und bist du für den einheitlichen Hundeführerschein? Sagst du, jeder muss Ahnung, wer einen Hund haben möchte, egal ob jetzt ein Mali oder ein Schäferhund oder ein Rottweiler, bist du für den einheitlichen Hundeführerschein oder was ist deine eigene persönliche Meinung zu diesem Thema? Ja, also ich finde, jeder, der sich einen Hund anschafft, sollte natürlich auch eine Kompetenz haben. Und die fehlt halt vielen. Das ist unabhängig, ob Führerschein, Nicht-Führerschein. Und man muss sich erstmal auch mit der Psyche des Hundes befassen. Ist ja, heutzutage kriegt jeder ein Kind. Genau, und macht sich da über die Erziehung und alles auch keine Gedanken. Die, die es gut meinen, machen sich Gedanken. Und genauso ist es beim Hund auch. Man muss einfach wissen, wie tickt ein Hund, wie lernt ein Hund, wie nimmt der Hund seine Umwelt wahr, alles. Und das ist halt eben mit einem Führerschein okay. So wie beim Autoführerschein? Es ist dann halt eine gewisse Regularien sind dann halt da. Also ich finde, jeder sollte geschult werden. Ob das jetzt
durch Ablegen eines Führerscheins ist oder sonst was alles. Also jeder sollte sich Sachkompetenz für seinen Hund anschaffen und das ist Rasse unspezifisch. Genau. Also sind wir uns einig, egal welche Rasse man hat, man sollte Ahnung haben von dieser Rasse, man sollte Ahnung von dem Hund haben. Also ein einheitlicher Hundeführerschein ist erstmal keine schlechte Grundvoraussetzung, aber es sollte Pflicht sein, wenn man den Hund hat, regelmäßig an der Hundeschule dran teilzunehmen, egal welche Rasse, egal ob groß oder klein, man sollte was mit seinem Hund machen. Natürlich. Das ist aber auch egal, ob es ein Hund ist. Man sollte von allem, was man sich anschafft, ein bisschen Ahnung haben. Weil es ein Lebewesen ist. Selbstverständlich, von allem. Also wenn ich mir einen Fisch kaufe, kann ich auch nicht rein im Versand reinkippen und sagen, ja, jetzt gucken wir mal weiter. Ja. Du brauchst natürlich schon wissen, wow, der Fisch braucht Wasser, der Fisch braucht das Futter, der Hund braucht das, der Hund braucht dieses. Das ist halt so. Du kannst nicht einfach irgendwas anschaffen und sagen, ja, jetzt habe ich einen Hund, jetzt gucken wir einfach mal weiter, wie das funktioniert. Gabi, hast du schon mal negative Erfahrungen mit Rottweilern gemacht oder allgemein mit Listenhunden? Nein, habe ich noch nie. Also wir haben in einem früheren Verein auch gleichzeitig mit dem ADHK zusammengearbeitet und hatten da 18 bis 25 Rottweiler jeden Tag auf dem Platz stehen und da ist nie was gewesen. Okay. Super, dann bedanke ich mich bei euch und wünsche dann noch einen schönen Abend. Riesenschnauzer Urmel wird jetzt hier einmal kurz was vorführen bezüglich des Schutzdienstes. Urmel ist auch ein Diensthund von Karl. Ja, der Urmel ist ein ausgebildeter Diensthund, wird im Dienst geführt. Wir versuchen jetzt die Vorführung zu machen, Stellen eines Täters, Verbellen eines Täters, Anbiss und eine kurze Flucht zeigen, mal wie der Hund dann da reagiert, auch mit Kommandos. Und wie man schon sieht, die ganze Zeit wird der Hund halt seinem Ausbildungsstand nach ohne Leine geführt. Man muss auch dazu sagen, hier ist viel Ablenkung, viele Leute, viele andere Hunde und wir werden das jetzt trotzdem einmal vorführen. Hier? Ja. Hund hat das Kommando Stell bekommen. Verbellt jetzt den Einbrecher quasi. Jetzt ein bisschen weiter weggehen. Fuß. Hund kriegt das Kommando Platz. Ja, stehen. Hat er Spaß mit seinem Ärmel, mit seiner Beute. Urmel, komm, hier hin. Nein. Der Riesenschnauzer Urmel hat das sehr gut gemacht. Hier wurde halt der Schutzdienst mal ein bisschen vorgeführt. Es ist auch ein Diensthund und ja, Grundkommandos, Grundgehorsam sitzt hier sehr gut. Kann man sehr mit zufrieden sein mit dieser Arbeit. So, jetzt animieren. Da ist er. Stell! Hoch! Jawohl. Ja. Also, der Karl ist jetzt hier mit seinem Rottweiler Rüden Faro, der auch im Dienst geführt wird. Der macht jetzt gerade ein bisschen Unterordnung, also sprich Fußlaufen, macht vielleicht auch mal noch gleich eine Sitz- und eine Platzübung. Das war jetzt die Platzübung. Rottweiler Rüde Faro, Diensthund, Hundetrainer Karl. Ranrufen mit geradem Vorsitzen wird jetzt hier gezeigt. Jetzt wird wieder Fuß gemacht. Rottweiler Rüde Faro, Diensthund mit Hundetrainer Karl. Fußarbeit, jetzt wird gerade mal ein schnelles Fuß gemacht. Langsamer Schritt, langsames Fuß wird gemacht. Auch das sind alles Sachen, die bei der Begleithundeprüfung auch gemacht werden müssen. Langsames und schnelles und normales Fuß.
Kommando Platz, Rottweiler Rüde Faro, Diensthund mit Hundetrainer Karl. Faro. Weißwurst wird gezeigt. Zum Abschluss wird immer ein wenig gespielt, um den Hund zu bestätigen. Das wird jetzt hier über die Weißwurst gemacht. Okay. Übung ist beendet mit dem Kommando okay. Hinlegen. Auch hier, Faro ist zum ersten Mal hier auf der Platzanlage. Viele Menschen, viel Ablenkung, Straßenverkehr, alles im Hintergrund. Hallo? Ja, ich weiß aber auch nicht. Gerade vorsitzen wird jetzt hier gezeigt. Der Hund sitzt ganz gerade vor seinem Besitzer oder vor seinem Diensthundeführer. Vertrauensbeweis auch. Man muss auch mit dem Hund spielen können. Karl macht mit seiner Security-Firma auch im Diensthundebereich einiges, also Dienstsecurity mit Hunden. Faro wird dafür eingesetzt. Ich wollte mich einmal auch recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die mich so unterstützt haben und mir bei meinem Herzensprojekt mitgeholfen haben. Ich möchte mich einmal bei meinen Mädels bedanken, die auch fürs leibliche Wohl gesorgt haben. Auch bei Nino und Maida, die den Thekenbereich so toll gemacht haben. Ein herzliches Dank auch an Karl, der seine Diensthunde vorgestellt hat. An alle anderen, die auch hier hingekommen sind, sei es Kinder, Hochschwangere. Also wirklich vielen lieben Dank und auch ein Dankeschön an meinen Lebensgefährten, der das hier alles super gefilmt hat.